Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kastellator. Da sind wir wieder mit System Shock 2. Da kommt irgendwas. Ein Affe. Energie erschöpft. Das war ein Affe. So, wir versuchen uns hier. Oh, Geschütz. Lasergeschütz. Wir versuchen uns hier irgendwie durchzumogeln. Ach, dieses Spiel ist immer noch zu schön. Das sieht geil aus. Oh. Auf jeden Fall ein bisschen cheesy, dizzy habe ich. Das ist kein Aufzug. Irre Dinge. Genau gehört. Dein Fleisch verrät mich. Unser Lied wurde dir schlecht. Ist irgendwo noch einer. Der. Das sind mehrere? Ich bin minimal verwirrt, ich höre hier hin. Ich höre dich doch hier rumwandern. Da. Da haben wir ihn. Oh nein, 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 nein. Ah! Renn, Bitch! Renn! Das ist so scheiße dunkel hier, ey. Und durch. Etwas tot. Davon nehmen wir jetzt mal einen. Falsche Taste. Boah, ist das Ding riesig, Alter. Das ist ein Stasegewehr. Objekte fallen gelassen. Ja, Guck mal, ich würde fast brauchen, wir haben keinen Platz dafür, oder? Stärke von da, Fähigkeit und bla 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 bla. Oh Gott, das ist irgendwie völlig für den Arsch. Das ist ein Stasegewehr, du kannst damit deinen Gegner kurzzeitig leben. Und selbst der wirkliche Effekt daran ist mies. Man kann sagen, das Ding ist so useless wie sonst irgendwas. Leere Leiche, okay. Ich denn hier überhaupt. Von hier komme ich. Schaffe ich es, das Gewehr da unten zu umgehen? Das war die Speichertaste. Da kommt einer. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich muss noch hier so einen Typi finden und den Computer dazu. Also zwei Computer finden und noch einen roten Typen finden. Lab Assistant aus der.
Au. 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 Scheiß Idee. Ach, das gibt's doch nicht. Mach mir das am besten. Ein falscher Stern. Haben. Einheit R983 beschädigt. Können wir ihn noch reparieren? Bestimmt, ne? Gucken wir mal. Okay. Aber wir benötigen Regeneration. Noch einer, Alter. Ich bin nicht genau sicher, was denn du, was forderst du? Wartungsfähigkeit von 3. Außer wenn ich gerade stärke. Wir haben eine 11. Merd. Gehen wir auch noch hin. Irgendwann. So, Modus ändern. Habe ich wenigstens schon mal einen Petto, das bin ich so retro. Hier liegen Patronen, okay, wir gucken uns mal um. Patronen sind es ja nicht. Na, komm, 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 komm. Oh, da kannst du drücken, wie du willst. So geht das. Alter, wie die Dinger leuchten. Ah, hier liegt doch was. Wusste ich's doch. Ach, okay, dich habe ich hier zerstört. Sorry, Leute, habe ich mich minimal verwirrt. Mein Panzer braucht Strom. Aber auch zu dunkel hier. Es ist fucking dunkel. Ja, es ist dunkel. Ich würde sagen, auf meinen Freund zu töten. Damit ich die Schnauze wieder fass. Ich höre den Scheiß wie. Ich höre den Scheiß wie langsam kommen. Okay, Turm mit fast keinem Leben mehr. Was bist du? Du bist eine. Du bist ein Tempo-Booster. Den brauchen wir tatsächlich nicht. Nö. Sie ist durchgekommen, ne?
Ich habe gerade nichts Besseres gehabt. Ich muss mal reparieren. Nee, du warst das nicht. Wie? Wo ist er denn? Schnotzi? Okay, wir haben eine Waffe weniger. Weil sie kaputt ist. Gut zu wissen. Wir haben einen Turm weniger. Alter. Wir haben keine Waffen mehr! Boah, fick dich! Na toll! Ich brauche Energie! Das ist echt scheiße gerade. Meine Fresse, ne? Das ist gerade wirklich alles scheiße. Alter. Oh Mann. Boah, ist das denn scheiß Ernst? Drecksaffe. Überwachungssystem deaktiviert. Brauche ich dich jetzt zur Hilfe? Einheit R001 beschädigt. Ich brauche neue Waffen. Ja, noch was. Da hinten. Ihr wollt mich doch alle verarschen hier, ne? Ne, ich brauche neue Waffen. Ich werde... Oh scheiße, ich werde direkt voll despawnen, ne? Oh, Alter. Ich wollte mich gerade alle verarschen, ne? Ey, fickt euch. Fickt Hallo. Euch hart. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Boah, Mann. Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Ey, das ist doch nicht mehr wahr. So, du bist jetzt meine letzte Bastion. Ich hoffe langsam, ich finde mir mal gute Waffen. Kann langsam hier nicht mehr. Oh, scheiße. Da haben wir einen roten. Out.
personalisierte Tricks, damit die sie von T-98-2 wollen. Ich übertrage die Cybermodule. Ihr müsst echt mal aufhören, alle so miteinander zu reden. So, jetzt müssen wir nur noch die beiden SIM-Computer finden. Sicherheitszugangskarte. Gut. Mal gucken, was da unten ist. Boah. An den komme ich nicht ran. An den kommst du auch nicht ran, aber ich denke schon langsam, Alter, du bist Blade. Ah, man kann euch auch schalten. Geil. Sieht geil aus. Muss man mal so hammerhart sagen. Das ist dein Ernst? Unerforschtes Objekt. Ja. Komm ich raus. So komme ich raus. Danke für die Granaten. Boah, Alter, ich muss hier irgendwas tun. Ich muss eine Schrotflinte oder dergleichen finden. Und ich wechsle immer die Tasten. Aber hier ist ein SIM-Computer. Das ist schon mal schön. Schön, schön. Wow, jetzt haben wir drei. Haben wir drei. Brauch mal Waffen. Leute, ich brauch Waffen. Was haben wir denn hier? Ausdauer und Ausdauer. Und hier haben wir Muskel. Schluck auf, brauchen wir wirklich zwei? Nein. Aber eine Sache können wir mal tun. Wir können mal wieder neue Logs hören. Ja. Irgendetwas übernimmt die Macht auf diesem Schiff. Die SIM-Computer auf diesem Deck werden zu unbekannten Zwecken eingesetzt. Ich weiß, dass das irgendwie mit dem größeren Problem zusammenhängt und was auch immer passiert ist, seit sie auf Tau City gelandet sind. Meine Männer sehen mich an, als ob ich verrückt wäre. Aber ich habe die Verantwortung, das Schiff und seine Besatzung zu schützen. Ich hasse Anatoly, hasse Diego und die finstere Macht, die dieses Schiff vergiftet hat. Ich werde weder meinen Posten verlassen, noch meinen Auftrag vernachlässigen. Okay. Sie haben mir zwei Geschenke gegeben. Ist das nicht toll? Zwei kleine Kristallscherben. Sie sind sehr, sehr scharf. Und wenn ich zustoße, singen sie. Sie wollen, dass es in Sergeant Bronson singt. Ich gehe jetzt zu ihr und teile mein Geschenk mit ihr. Sie sind zerbrechlich, aber sehr scharf. Es klingt wie ein Perverser, der gerade seinen Penis auspackt. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber es klingt wie ein Perverser, der gleich seinen Penis auspackt. Ne, ich stoße ihn in ihr rein. Ich will, dass es singt. Ich vertiefe das nicht weiter. Ich glaube, dass ihr euch nicht genug für diese Mission einsetzt. Erfüllt eure Pflicht. Die Verräter auf dem Operationsdeck konnten den SIM-Computer immer noch nicht reparieren. Wenn das Problem um 0600 noch nicht behoben ist, führen wir eine bewaffnete Aufklärung durch und garantieren, dass es gelöst wird. Ich habe den Code des Waffenarsenals auf 13433 geändert. Wir treffen uns um 0500. Was auch immer euch im Weg steht, menschlich oder nicht, muss ohne Rücksicht sofort getötet werden. Okay.
Mach weiter, Rebecca. Geh weiter. Geh zu den Rettungskapseln auf dem Kommandodeck. Wir können starten, den Toaster so einstellen, dass wir in 30 Jahre aufwachen. Und bevor wir uns versehen, sind wir wieder auf der Erde. Ein Toaster für zwei, Baby. Da müssen wir hin. Hört sich das gut an? Also los, Bange machen gilt nicht. Da würde mich interessieren, ob deren Liebesgeschichte, das sind ja zwei Verliebte, ob die es geschafft haben, rauszukommen. Irgendwie zu entkommen, das würde mich interessieren. Vielleicht finden wir noch mehr Aufnahmen von den beiden. Sie haben meine Männer getötet und sie haben mich erwischt. Ich halte meine Gedärme mit beiden Händen im Bauch. Ich bin fast erledigt. Leistet Widerstand. Das ist wichtiger als mein kleines Leben. Die Leben meiner Männer. Die Leben der Leute, die ich töten musste. Widerstand. Die Menschheit verlangt das. Leistet Widerstand. Die hat's erwischt. So, das letzte von Diego. Hör mir zu, du Schlampe. Entweder schickst du deine Spielzeugarmee nach Hause oder es werden echte Kämpfer runterkommen und deine Nachtwächter fertig machen. Du hast keine Ahnung von unserer Mission und unserem glorreichen Ziel. Wenn du tust, was wir sagen, darfst du vielleicht den Glanz der Masse erblicken. Mach mit oder stirb. So einfach ist das. Da kommt einer. Auf dich habe ich gewartet. Was ist meine Schrotflinte dabei? Danke. Die reparieren wir mal eben. So was habe ich gewartet. So, wollen wir den Linearchip, den blauen hier einsetzen? Willst du dich nicht melden? Oder? Nein? Okay. Ich hätte jetzt mit einer Aufzeichnung oder Direktnachricht oder irgendwas gerechnet. Also ich dachte, ja, danke, Digga. Hast du gut gemacht. Schnauze. Ist das ein Bett? Kann ich das verwenden? Das ist kein medizinisches Bett, das ich einfach nur eine trage. Zugang erforderlich. Hab ich noch nicht. Eine Sicherheitskonsole. Oh, hier kann ich mich durchhellen. Plump. Endlich durchheilen, Alter. Aha, ohne mich zu vergiften. Ich bin gut. Los unter dem Tisch. Nein, unterm Tisch ist nichts mehr. Das ist eine Aufzeichnung. Nehmen wir. Für den Affen. Leider. Alter! Das ist ein Hafe, eine beim Psi-Booster. Sowas brauchen wir gar nicht. Nee, Psi ist wirklich für den Arsch. Die Objekte fallen gelassen. Komm, wir heilen uns nochmal durch. Dann haben wir das ja auch erledigt. Wisst ihr was? Es ist schon wieder soweit. Schritte höre ich nicht. Gut. Damit beenden wir die heutige Folge. Energie erschöpft. Ich weiß. Ich weiß. Machen das nächste Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Kashi. Haut rein, Leute. Und ich höre schon wieder einen scheiß Affen.